Applaus für den Zuccolini. Sagt er, wir bewegen uns in der gleichen Kategorie. Und hat mich noch nie nackt gesehen. Der Claudio hat recht gehabt. Ich bin vor 30 Jahren in die Schweiz gekommen, also Thurgau. Genauer gesagt, frage nicht wieso, ich frage meine Mutter heute noch. Die Schweiz ist so groß, so viele Länder, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, Latinische Sprache. Sie so, ich glaube, Thurgau-Dialekt wäre gut für meine Kinder. Und das Problem ist, ich beherrsche mittlerweile recht gut Schweizerdeutsch, auch den Dialekt und so. Aber das Problem dabei, es hat auch Nachteile, weil wenn du zu gut Deutsch redest, dann erwartet es die Leute nicht. Vor allem, wenn du so aussiehst wie ich. Also, musst du mal vorstellen. Leute erwarten es nicht. Ein gutes Beispiel. Ich hatte letztens einen Auftritt in Bern. Und ich bin frühzeitig dran und ich laufe so in der Stadt vorbei und sehe eine Metzgerei. Schau ins Schaufenster und sehe Fleischkäse. Aber nicht ein normaler Fleischkäse, sondern industriell von der Migros, wo du aufbacken oder so. Nein, er hat hausgemacht ausgesehen. Kennt ihr einen hausgemachten Fleischkäse? Es ist einfach anders. Er ist nicht perfekt, ein bisschen unförmig, die Löcher sind nicht gleich groß. Aber er ist so, du merkst es, er ist saftig. Ich so, oh mein Gott, er ist sicher hausgemacht. Und ich bin ganz nervös geworden, laufe in die Metzgerei rein. Ich so, sie, Entschuldigung, ist der Fleischkäse hausgemacht? Die Frau in Bern an der Theke ruckt zu mir, hört das, dreht sich um, schaut um. Sie schaut um, ich bin allein im Laden. Sie. Excuse me? Speak slowly! Ich so, Fleischkäse! Zum Beispiel letztes Jahr, ich bin in St. Gallen, ich bin Brüder. Dann habe ich Duscht angelegt, ich habe einen Auftritt in Zürich, leg meine Hose an, leg meinen Gurt an und ich so, ich habe einen Kühlegurt, oder? Also warum ich einen Kühlegurt habe, ist, weil es zu den Kühlohrringen passt, oder? Und ich lege meinen Kühlegurt an und dann merke ich, ich habe eine Kuh verloren. Und ich so, oh mein Gott, und ich fange an zu suchen. Ich so, wo ist meine Kuh? Das ist ein schlechtes Omen. Gesucht, ich habe Kuh nicht gefunden. Ich habe meinen Bruder angerufen. Ich so, Boris, du musst mich Viertelstunde früher noch abholen. Das ist ein Notfall, wir müssen einen neuen Kühlegurt kaufen. Ich komme, mein Bruder versteht das. Er holt mich ab. Wir fahren in die Lande, also wir haben keine Zeit mehr, um Appenzell gehen, einen von Hand standzeln und nein. Wenn du notfallmässig einen Kühlegurt brauchst, dann geh in die Lande. Er ist nicht handgemacht und so ist vielleicht mehr in China, aber er verhebt so einen Übergangskühlegurt. Lande ist okay. Und Lande sind ja immer außerhalb in den Dörfern. Wir fahren raus auf Wittenbach, gehen in die Lande, ich montiere meinen Kühlegurt, die Welt in Ordnung, wir fahren zurück, Hauptstrasse. Und auf einmal ein Polizeiauto auf der gleichen Straße, wo wir schon angekommen sind, und schaut in jedes Auto hinein. Sie waren jemanden am Suchen. Und wir kommen, mein Bruder fährt, ich Beifahrer, mein Bruder auch schwarz, ist mein Vater froh. Und wir fahren an die Kontrolle an, mein Bruder Fahrer, ich Beifahrer, mein Bruder lässt Fahrer zur Scheibe runter. Der Polizist schaut rein und er, woher kommen Sie? Also er denkt Hochdeutsch und schwerhörig. Und ich bin halt bin aus Reflex, strecke meinen Kopf vor und sage so, es ist eben so, ich habe einen Auftritt in Zürich und er kommt verloren von meinem Kühlegurt. Jetzt müssen wir in die Lande einen Kühlegurt holen und jetzt müssen wir auf Zürich und er. Er hat uns direkt durchgewunken. Ich schaue noch im Rückspiegel. So Augen hat er gemacht. Sein Kollege ist noch zu ihm gekommen. Wahrscheinlich hat er gefragt. Was hat er gesagt? Er? Keine Ahnung. Er hat den Kuh verloren. Er ist in Notfall um auf Zürich. Gut weggekommen. Aber ich liebe die Schweiz. Es ist so, es sind immer die Missverständnisse. Ich kann mich erinnern, erste Schulwoche in der Schweiz. Ich habe dort. Und in der Schweiz, wenn jemand vorhin an der Schule Geburtstag hat, also im Thurgau auf jeden Fall, dann haben die Leute immer etwas mitgebracht in die Schule. So Rüebli-Kuchen, Zitronen-Kuchen. Aber im Thurgau zu 99% hat jeder ein Prügeli und Weckli mitgebracht für jeden Schüler. Kennen die ja Prügeli und Weckli? Aha.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hocke in der ersten Reihe und die Lehrerin verteilt allen das Prügel und das Wickli. Ich hatte das so in der Hand und meine Lehrerin, sozial wie sie ist, hat gesehen, ich bin ein bisschen verloren. Ihr müsst wissen, die Primarschullehrerinnen, das sind die PH-Studentinnen, die noch manchmal besoffen am Wochenende antreffen, oder? Unter der Woche sind sie recht kompetent. Und sie sieht, wenn ich da habe, 7, erste Reihe, Prügeli und Wickli in der Hand. Also für die, die es nicht wissen, Prügeli ist so ein Schokoprügel, gibt so meist dran im Mundstängel. Kennen da die Schokoprügel? Und dann gibt es Wickli, Wickli, so rundes Weissbrot, wo auf der einen Seite ist einfach flach. Und auf der anderen Seite sieht es ein bisschen aus wie ein weißer Arsch. Und ich habe dort die erste Reihe, meine Lehrerin schaut mich an, sie so, Kiko, schau mal. Und dann fängt sie mal an vorzuzeigen, was ich machen muss. Sie nimmt den Schokoprügel, packt den aus, zeigt mir nicht so. Dann nimmt sie den Wickli. Drüllt die Arschseite zu mir. Oh mein Gott, Prügeli und Wickli. Das ist bis heute noch einer meiner Lieblings-Snacks. Das war's schon von mir. Mein Name ist Kiko. Dankeschön. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Kiko!